Prüfen Sie für die Wartung Ihres Fahrzeugs regelmäßig die Flüssigkeitsstände wie Motoröl, Kühlmittel oder Bremsflüssigkeit. Beachten Sie, dass die Überprüfung der Flüssigkeitsstände auf einer ebenen Fläche und bei abgeschaltetem, kaltem Motor stattfinden muss. Entriegeln Sie die Motorhaube, indem Sie am Öffnungsgriff ziehen, der sich unterhalb der Instrumententafel auf der linken Seite befindet. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, heben Sie die Motorhaube leicht an und schieben Sie den Verriegelungsmechanismus zur Seite, um die Motorhaube zu entriegeln. Heben Sie die Motorhaube an und stellen Sie sie mit der Stütze fest. Ziehen Sie zum Überprüfen des Ölstands diesen Messstab heraus. Wischen Sie ihn ab, stecken ihn bis zum Anschlag wieder ein und ziehen ihn erneut heraus. Der Ölstand muss zwischen den Markierungen Mini und Maxi liegen. Liegt der Ölstand unter der Mindestmarkierung, muss Öl mit den gleichen Eigenschaften nachgefüllt werden. Öffnen Sie zum Nachfüllen von Öl diesen Stopfen und füllen Sie Öl ein. Der Behälter für die Kühlflüssigkeit befindet sich hier. Der Flüssigkeitsstand muss zwischen den Markierungen Mini und Maxi liegen. Füllen Sie bei Bedarf nach. Verwenden Sie ausschließlich die von Renault zugelassenen Produkte, da sie den Frost- und Korrosionsschutz für den Kühlkreislauf gewährleisten. Der Bremsflüssigkeitsstand, der nie unter die Markierung Mini absinken darf. Das Nachfüllen oder andere Arbeiten am Hydrauliksystem sollten stets durch einen Fachmann erfolgen. Der Vorratsbehälter für die Scheibenwaschflüssigkeit befindet sich hier. Um den Behälter zu füllen, öffnen Sie den Deckel und befüllen Sie ihn bis zum Rand. Verwenden Sie grundsätzlich eine geeignete Scheibenwaschflüssigkeit. Beachten Sie, dass die Batterie keinerlei Wartung erfordert. Die Batterie darf weder geöffnet werden, noch darf ihr zusätzlich Flüssigkeit zugeführt werden. Falls sie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an einen Vertragspartner. Klappen Sie zum Schließen der Motorhaube die Stütze wieder ein, halten Sie die Motorhaube in der Mitte und führen Sie diese nach unten. Circa 30 cm vor der geschlossenen Position loslassen. Durch Ihr Eigengewicht wird sie automatisch verriegelt. Überprüfen Sie den Zustand der Sicherungen, wenn ein Teil der Elektrik nicht ordnungsgemäß funktioniert. Öffnen Sie diese Klappe, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten. Beachten Sie, dass bestimmte Funktionen durch Sicherungen, die sich im Motorraum befinden, geschützt werden. Wir empfehlen, den Austausch durch einen Vertragspartner vornehmen zu lassen.